und noch 60 Cent Rockback. Die goldene Ente wäre mal schön. Ich will endlich mal wissen, was dabei rumkommt. 30 Euro wieder. Die sind ja eben auf 140 gegangen, gehen die. Ah, ich hatte Autostart drin. Scheiße, hatte ich gar nicht drauf geachtet. Am Scattercom wechsle ich auch sehr gerne in Einsatz bei dem Spiel. Ich verstehe nicht, warum ihr eigentlich nicht Rubber Duck ausprobiert. Es macht zwar nicht die Mordseriengewinne, aber ich habe den Eindruck, die Leiter funktioniert mit dem Spiel immer verdammt gut. Thank you.
weiter dann. Weiter geht's mit Magic Tree. Magic Tree. Schon mit 50 Cent an und arbeite mich dann hoch. Passiert ja schon viel, muss ich sagen. Irgendwie hatte ich einen Eindruck, wo ich mir den letzten Walzenstreifen gerade die ganze Zeit beim Nachdrehen angeguckt habe und es gäbe gar keine Schoten mehr da auf der letzten Walze. Naja, da gut, da ist er aber. Bevor ich wieder zu gierig werde. Magic Tree habe ich aber auch schon elendig lang keine Serien mehr bekommen. Wäre eigentlich eine schöne Wende, wenn das jetzt in die Serie geht, eine gute Serie macht. Bild hat es ja gemacht mit den 3 AGs, also mit den 30 Euro eben. Aber irgendwie hofft man ja doch, dass mal ein bisschen mehr passiert.
Na gut, bis später. So, und weiter geht's mit der 141. Carnaval di Venezia. Genau. Der Risikoleiter mit dem verschobenen Bildschirm da oben, kann man auch sagen, einmal um die Ecke drücken. Na, war klar. Schade, dass wir keine Serien kommen. Na gut, bis später.